Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen hier zum ersten NPBL Season 6 Video auf unseren YouTube-Kanälen. Ihr seht schon genau richtig, dieses Video wurde hochgeladen auf dem Kanal von mir, The Saint TV, auf Kentakios YouTube-Kanal und auf Pop Galaxies Kanal. Da habt ihr auch schon direkt das Admin-Team bestehend aus uns drei Halunken und ich werde euch im heutigen Video etwas zu den Bewerbungsmöglichkeiten erzählen, denn ja, ihr alle, die das hier gerade anhören, könnt euch mal überlegen, ob ihr bei der NPBL mit dabei sein wollt. Gibt ein paar Kriterien, gibt auch ein paar Infos zu den einzelnen Ligen, die wir hier wieder führen werden. Schaut euch einfach das Video an, da werdet ihr mehr davon erfahren. Denn es muss gesagt werden, natürlich, wie in der letzten Season, gibt es mal wieder sowohl eine Singles- als auch eine Doubles-Liga. Mit der Neuerung, dass wir diesmal auch in beiden Ligen auf den Spielen Pokémon Schwert und Schild spielen werden auf der Switch. Doch genauere Informationen werden euch jetzt sowohl Pop Galaxy als auch Kentakio zu den einzelnen Ligen erzählen. Pop Galaxy, du hast jetzt das Wort zur Singles-Liga. Hier also die wichtigsten Informationen zur Singles-Liga. Gespielt wird auf Pokémon Schwert und Schild nach klassischem Smogon-Meter auf Level 100 ohne Item-Claws. Um gut durchdachte Spielzüge nichtsdestotrotz zu ermöglichen, verwenden wir den modifizierten 20 Minuten Auswahltimer. Aus offensichtlichen Gründen ist Dynamax in unserer Liga verboten und auch Giga Dynamax zählt da natürlich dazu und ist nicht erlaubt. Geplant sind 11 Spieltage, um den endgültigen Sieger zu ermitteln. Das bedeutet, wir spielen ohne Playoffs, ohne Rückrunde oder sonstige Endphase. In der Doubles Liga spielen wir wieder in einem Best of 3. Das heißt, es wird so lange gespielt, bis einer von beiden Spielern zwei Kämpfe gewinnt. Pro gewonnenen Kampf bekommt man einen Punkt. Wir spielen erneut im VGC Series 7 Format, sprich mit Dynamax und aus Balancing-Gründen ohne legendäre Pokémon wie Groudon oder Seychin. Zusätzlich zu erwähnen ist, dass auch den VGC Clauses gefolgt wird, sprich es gibt eine Item Clause, aber keine Evasion, Sleep oder Betorn Pass Clause. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass Pokémon entweder das Galar-Symbol oder Kampfsymbol besitzen. Das verhindert, dass Pokémon wie Electek Spotlight spielen können, was man nur als Event bekommen könnte. Weitere Informationen findet ihr auf der Pokémon-Hauptseite. Wichtig ist es für euch zu wissen, dass ihr euch nur mit einem Video bewerben könnt. Dabei gibt es auch wieder Kriterien, die ihr beachten müsst, sind aber ganz plumpe Kriterien erstmal. Zunächst einmal wollen wir natürlich, dass ihr eine gute Audio- und Videoqualität habt, damit wir auch etwas den Zuschauern bieten können. Ihr braucht natürlich auch eine Switch mit den Spielen Pokémon Schwert oder Schild, damit ihr mitspielen könnt. Um das Ganze aufnehmen zu können, braucht ihr auch eine Capture Card. Wir wollen jetzt nicht, dass ihr das irgendwie mit einem Handy oder mit einer Kamera oder so abfilmt. Das muss schon gut aussehen mit einer Capture Card. Und ganz wichtig, geht tief in euch und überlegt euch, wollt ihr in einer Draft-Liga dabei sein, weil das Ganze ist sehr zeitintensiv und ihr müsst natürlich auch verlässlich sein. Wenn wir als Admin-Team Fragen an euch haben, wenn irgendwie Termine schwer zustande kommen oder so, dann müsst ihr parat sein. Also auch wenn ihr natürlich sehr gerne in einer Liga dabei sein wollt, geht wirklich in euch, schaffe ich das arbeitstechnisch, schaffe ich das hobbytechnisch oder sonstiges, damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass ihr flexibel seid und auch Zeit habt, so eine Liga eben Zeit investieren zu können. Prinzipiell sind euch bei der Kreativität der Bewerbungen keine Grenzen gesetzt. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch und natürlich auch euren Kanal vorstellen. Was habt ihr bisher auf eurem Kanal gebracht? Welche Erfahrungen könnt ihr im Pokémon Competitive nachweisen? Und ganz wichtig, für welche der beiden Ligen wollt ihr euch eigentlich bewerben? Denn schließlich könnt ihr ja nicht an beiden Ligen gleichzeitig teilnehmen. Auch Streamer mit Highlight-Kanälen sind herzlich dazu eingeladen, sich zu bewerben. Solltet ihr also aktiv streamen und einen Kanal besitzen, auf dem Highlight-Clips aus eben diesen Streams veröffentlicht werden, dann erfüllt auch ihr eine Teilkriterie, um bei uns teilzunehmen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und überrascht uns mit ausgefeilten Ideen. Die Bewerbung sendet ihr bitte an npblofficial@gmail.com und schreibt uns in den Betreff Doubles, Singles oder egal, falls euch beides recht wäre. Die Abgabefrist ist der 6. Dezember. Wir sind auf eure zahlreichen Bewerbungen gespannt und verabschieden uns jetzt damit auch. Macht's gut!